Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es nochmal darum, einen guten Tierarzt zu finden, wie man das eigentlich rausfindet, wieso ein guter Tierarzt überhaupt so wichtig ist und ja, was einem dabei alles so passieren kann auf der Suche nach einem guten Tierarzt. Vielleicht zuerst einfach mal eine kleine Geschichte. Wir hatten ja vor ein paar Jahren, als es June und April noch gab, das Problem, dass June plötzlich an ihren Pfötchen keine Haare mehr hatte. Und wir wussten die ganze Zeit nicht, warum. Ja, wir haben dann halt rum überlegt und gegoogelt und gemacht und getan und gelesen. Und wir waren uns halt nicht so ganz einig, ob das jetzt Milben oder ein Pilz sein könnte. Oder vielleicht, dass sie sich die Pfötchen selber abknabbert. Wir haben dann gedacht, okay, gut, Pfötchen ist halt sehr prädestiniert dafür, dass sie das selber abknabbern. Also haben wir erstmal nichts weiter gemacht, bis plötzlich eines Tages April ein kahles Auge hatte. Da wollten wir dann das Ganze doch mal abklären lassen, weil gerade so um das Auge rum, das kam uns doch ein bisschen komisch vor, vor allem weil April am Auge jetzt keine Verletzung oder irgendwas hatte. Und dann waren wir auf der Suche nach einem Tierarzt. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben gedacht, naja gut, Milben, Pilze, das kann ja eigentlich jeder Tierarzt. Also müssen wir jetzt nicht weit und lange fahren und in eine große Tierklinik, sondern das machen wir einfach bei unserem Tierarzt hier um die Ecke. Ja, der halt einfach auch Hunde, Meerschweinchen, also quasi so alles an Kleintieren macht. Naja, dann sind wir da hingefahren. Und die hat sich halt die Degus erstmal angeguckt, konnte aber nichts Großartiges feststellen. Und hat uns dann gesagt, okay, wir können jetzt hier so ein Spot-on in den Nacken machen. Wenn das halt Milben oder Flöhe sind, dann würden die davon weggehen und dann wäre alles super. Dann habe ich sie auch gefragt, naja, was ist denn dann mit dem Käfig sauber machen und so. Da hat sie uns dann noch ein Spray empfohlen. Das war tatsächlich wirklich gut, weil das wirklich keine Chemikalien oder sonst was drin hatte. Genau, aber damit sind wir dann halt erstmal nach Hause gegangen. Und dann sagte sie halt nur, naja, wenn das jetzt nicht hilft und das Fell dann nicht wieder nachwächst, dann müsste man mal eine Hautprobe nehmen, also ein Geschabsel. Das könne sie aber nicht machen, weil sie das auch gar nicht richtig untersuchen könnte und weil sie sich das auch nicht so zutraut und naja gut, das war ja erstmal in Ordnung. Genau, wir haben dann dieses ja, im Nacken halt ausprobiert und was soll ich euch sagen, es hat halt nichts gebracht, es hat halt überhaupt nichts verändert. Im Endeffekt habe ich dann halt auch bereut, dass wir das dann überhaupt einfach so auf gut Glück gemacht haben, weil man muss ja nun wirklich nicht einfach irgendwas auf dem Tier, also wir nehmen ja auch nicht irgendwie auf gut Glück Medikamente, sondern es ist echt schon besser, wenn man das Ganze abklären lassen würde. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich nichts gebessert, also hatten wir ja immer noch keine Abklärung. Also habe ich dann weitergesucht nach einem anderen Tierarzt, der das machen könnte. Dann habe ich eine Kleintierklinik gefunden in der nächsten großen Stadt und habe da angerufen und habe halt gesagt, so und so sieht's aus, die Symptome haben wir und wir möchten ein Geschabsel machen, ob sie das denn könnten. Dann wurde gesagt, naja, das könnte man ja alles nicht entscheiden, ob man jetzt ein Geschabsel machen könnte am Telefon, da müssten wir schon kommen. Und ich habe dann gesagt, naja, ich möchte ja auch nur wissen, ob die Tierärzte das können, dann kommen wir ja auch vorbei. Aber ich komme halt nicht vorbei, wenn die das halt sowieso nicht können. Da wurde mir gesagt, ja, ihr könnt vorbeikommen und so haben wir einen Termin gemacht und sind dann auch dahin gefahren. Naja, das Ende vom Lied ist, ja, sie konnten es nicht. Also wir waren dann da. Und dann hieß es ja, nee, beim Degu, das müssen wir mit Narkose machen. Und eine Narkose, nee, das machen wir nicht, da kennen wir uns überhaupt nicht mit aus, machen wir nicht. Wo ich mir schon gedacht habe, warum habe ich am Telefon nachgefragt dafür? Und man muss jetzt ja mal sagen, dass natürlich auch immer eine Zeit dazwischen vergeht und wir hatten Gott sei Dank keinen Kranken-Degu, aber wenn ich mir halt überlege, dass du vielleicht einen Degu hast, dem es vielleicht nicht mehr so gut geht, der vielleicht schon abbaut. Oder wo die Haut vielleicht wirklich schlimm aussieht und dann fragst du extra nach und es klappt nicht. Also es ist halt extrem, extrem ärgerlich. Und deshalb ist es halt einfach so wichtig, dass man von vornherein einfach einen guten Tierarzt hat, weil man sich einfach, wir hätten uns halt die beiden Tierarztbesuche komplett sparen können, wären wir einfach gleich in die große Klinik gefahren. Aber auch wir im Norden,
ist bei uns auch ziemlich schwierig, in Niedersachsen eigentlich noch, aber auch da super schwierig mit Degu-Tierärzten. Als wir mit June und April, weil es June so schlecht ging, in der kleinen in der Tierklinik waren, nicht Kleintierklinik, es war generell eine Tierklinik und extra auch für Heimtiere. Da ging es uns irgendwie auch nicht besser, weil wir waren im Notfall da und hatten natürlich gleich nicht unbedingt einen Degu-Kundigen. Der wollte uns gleich eine Injektionsnarkose verpassen, nur um zu röntgen. Da habe ich dann gleich so nachgefragt, so, aber macht man das nicht normalerweise mit Gas? Also weil ich als Halter das wusste, dann ist er mit dem Degu und uns zu der Kollegin, die sich halt einfach ein bisschen besser auskannte. Und die hat dann gesagt, nee, nee, wir, also das machen wir jetzt kurz in Gas oder vielleicht sogar ganz ohne Narkose, dann können wir sie röntgen und hin und her. Und dann haben quasi die beiden zusammen meine Degus angeguckt. Also auch da, selbst wenn man schon in die beste Tierklinik im Umkreis fährt, wo man über eine Stunde hinfährt, muss man halt immer noch aufpassen, an welchen Tierarzt man gerät. So, jetzt habt ihr vielleicht mal so den Hintergrund, nur mal so, das hätte ich jetzt auch noch ausführen können, warum es einfach super wichtig ist, dass man zum richtigen Tierarzt geht. Und wie gesagt, auch selbst wenn die Tierklinik gut ist, brauche ich da den richtigen Tierarzt. Und jetzt machen wir mal weiter, wie man das überhaupt rausfindet. Ja, wie finde ich also einen guten Tierarzt, auf den ich mich verlassen kann? Es gibt halt viele verschiedene Hinweise, sag ich mal, aber im Endeffekt werdet ihr es halt erst erfahren, wenn ihr ihn wirklich braucht. Guckt immer darauf, dass der auch auf Heimtiere spezialisiert ist, die Tierklinik oder der Tierarzt, weil Kleintiere ist einfach alles. Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, alles. Heimtiere ist dann halt schon eher Kaninchen, Meerschweinchen, Degus, Chinchillas. Das geht also dann immer schon mehr in die Richtung. Also es ist halt einfach so, desto mehr man halt auf gewisse Tierarten spezialisiert ist, desto mehr Wissen kann man da halt anhäufen, als wenn man über jede Tierart ein bisschen was wissen muss, ne? Das ist halt ganz klar. Genau, ansonsten würde ich euch wirklich sagen, guckt einfach nur auf Empfehlungen. Empfehlungen sind zum Beispiel bei Fantasy-Degus gibt es eine Tierarztliste. In der Degu-Freunde-Gruppe gibt es bei Facebook auch Tierarztlisten. Und bei der Degu-Hilfe Süd könnt ihr auch nach Tierärzten nach eurer Postleitzahl fragen. Das hat sich halt einfach bewährt, dass Leute ihre Erfahrungen da teilen. Daraus quasi eine Liste erstellt wird, wo dann nach Postleitzahl gesucht werden kann. Ja, und ihr einfach schon wisst, hey, der kann gut Zähne und der kann gut das. Und es ist halt nicht nur die Klinik aufgeschrieben, sondern halt auch noch speziell der oder die Tierärztin. Dass ihr da halt wirklich dann an die richtige Stelle geratet. Das bedeutet aber auch, dass ihr natürlich dann auch immer gerne eure Erfahrungen mit verschiedenen Tierärzten, egal ob gut oder schlecht, teilt, damit man einfach sagen kann, zu wem man gehen kann und zu wem nicht. Und das Ganze bitte schon vorher raussuchen und nicht erst, wenn es dringend ist. Das ist halt schon mal ganz wichtig. Wir arbeiten eigentlich alle nur noch mit Erfahrungen und suchen uns danach halt die Tierärzte raus. Dann müsst ihr auch bedenken, dass teilweise die Tierärzte echt eine Vorlaufzeit haben und mit gewissen Erkrankungen bringt es einfach nichts, wenn ihr in die Tierklinik fahrt, zum Beispiel mit Zähne. Ne, ist immer sehr, sehr wichtig, dass man das halt rechtzeitig erkennt, damit man dann halt noch einen Tierarzttermin machen kann. Weil, wie gesagt, die Spezialisten sind teilweise echt ausgebucht und da wartet man halt bis zu 2 Wochen auf einen Termin. Das heißt, da halt auch immer, ja, bedenken. Klar, bei einem Notfall, ne, da hat man dann keine Chance. Wenn man einen Notfall hat, da muss man zum Tierarzt und muss halt irgendwie versuchen, ja, das Beste draus zu machen. Das ist halt ganz klar. Also wenn ich hier einen Degu wie June mit Atemnot, habe, dann fahre ich halt sofort in die Klinik, damit sie unter Sauerstoff kommt. Das ist halt gar keine Frage. Aber auch da wurden dann ja die Untersuchungen auch noch später gemacht. Und sicherlich auch dann, wenn quasi jemand da war, der sich auskennt. Ja, dann wichtig ist einfach, dass ihr auch selber Wissen habt, zum Beispiel in meiner Geschichte, dass ich wusste, okay, wenn überhaupt, braucht man halt eine Gasnarkose fürs Röntgen.
ne, damit ihr euch dann gleich die Alarmglocken angehen und ihr den Tierarzt halt auch mal hinterfragt. Wie gesagt, normalerweise sollte der Tierarzt das selber wissen, euch das auch aufklären, warum man jetzt das macht und nicht dies. Und genau, das ist halt immer ganz wichtig. Und es gibt halt einfach so Sachen, wo ihr das halt auch erkennt. Ein Tierarzt sollte wissen, wie man einen Degu handelt. Zum Beispiel, dass man dem nicht am Schwanz zieht. Ein Tierarzt sollte einen Degu vernünftig halten können. Also unsere Tierärzte haben immer die Degus so wie so ein Körbchen in die Hand genommen, die erstmal rausgenommen. Und wenn sie dann untersuchen mussten, dann gibt es halt diesen ja, Rucksackgriff. Und so sollten halt die Degus gehalten werden. Dann ist es zum Beispiel ganz klar, dass man eine, zum Beispiel, das habe ich auch beim Zahnvideo erklärt, Zähne kann man nicht beurteilen, indem man mal eben so in den Mund reinguckt und sagt, ja, ist in Ordnung. Ne? Also wenn da wirklich Zahnprobleme sind und ein Tierarzt guckt nur ins Maul und sagt euch, ja, nee, das passt so, das ist was anderes, dann werdet schon hellhörig. Bei uns war das auch der Fall, dass sie nur reingeguckt haben, aber bei uns war ja eigentlich schon klar, dass es nicht die Zähne sein können, weil ein Degu nicht von heute auf morgen gar nicht frisst. Also ich will es jetzt nicht generalisieren, aber June hatte ja die Symptome müde, abgeschlagen, appetitlos und das waren halt nicht diese typischen Zahnprobleme, deswegen haben wir es da halt nur durch kurz reingucken ausgeschlossen. Genau, aber wenn ihr halt gar nicht wisst, was es sonst ist und wo es quasi die Zähne sein könnten, kann man halt so zum Beispiel nicht beurteilen. Und wenn der Tierarzt das da macht, dann, wie gesagt, dann gehen halt bei euch schon die Alarmglocken an und ihr wisst schon, da sollte ich vielleicht lieber nochmal zu einem anderen fahren und das vernünftig abklären lassen. Leider ist es nicht der Fall, dass wir in meinem Fall zum Beispiel dann die in der einen Tierklinik gesagt haben, hey, das Hautgeschabte, das können wir nicht machen, das trauen wir uns nicht zu. Leider ist es halt oftmals so, dass die einfach nach bestem Gewissen handeln und das machen, was dann aber halt in Wirklichkeit nichts bringt, weil sie halt einfach nicht das Wissen haben. Vielleicht wissen sie ja gar nicht, dass sie das Wissen nicht haben, ne? Aber umso wichtiger, dass man halt zu einem Degu-Spezialisten geht. Jetzt haben wir bisher über so, ich sag jetzt mal vergleichsweise einfache Sachen geredet, wie Zahnprobleme. Es gibt natürlich Probleme, also bei Zahnproblemen finde ich, da kann man halt ziemlich schnell sehen, ob es am Tierarzt liegt oder nicht. Auch Röntgen und so weiter. Es gibt natürlich aber auch schwierigere Sachen, das sind auch gerade organische Sachen. Aber auch manchmal bei den Zähnen kann es halt einfach sein, dass ihr mal eine Zweitmeinung braucht. Das muss auch dann gar nicht gegen den Tierarzt gehen, aber manches Mal, ja, sind die Tierärzte vielleicht ein bisschen voreingenommen, dadurch, dass sie den Degu vielleicht schon kennen. Oder ja, die haben das einfach noch nie gesehen. Oder wissen halt vielleicht bei organischen Sachen wirklich nicht weiter. Holt euch auf jeden Fall eine Zweitmeinung ein. Wie gesagt, ist nicht immer der Fall, ne? Wenn man hingeht, das Problem ist gelöst und alles ist gut, dann super. Aber gerade wenn man viel rumdoktert, lieber nochmal von einem zweiten Degu-Experten. Vielleicht hatte der schon mal so einen Fall und weiß dann gleich, ah, letztes Mal hat das und das geholfen oder so, ne? Scheut euch da auf jeden Fall nicht vor. Ein wirklich guter Tierarzt ist auch immer dann noch telefonisch für euch ansprechbar. In der Tierklinik mit June und April hatte ich es zum Beispiel auch so, dass sie gesagt haben, naja, eigentlich rufen sie nur an, wenn es schlimmer wird oder ich sie abholen kann, weil es gut ist. Er hat mich tatsächlich trotzdem jeden Tag angerufen. Ich habe ihm gesagt, er braucht mich nicht jeden Tag anrufen, weil dann weiß ich ja, dass nichts ist. Es ist zwar natürlich, freut man sich immer, was zu hören, ne, aber muss er nicht machen. Und er hat sich zum Beispiel wirklich immer die Zeit genommen und hat mir wirklich recht ausführlich berichtet, wie es meinen Degus geht. Das fand ich zum Beispiel auch super cool. Also, das war zwar der, der sich nicht so gut auskannte, der zwar seine Kollegin mit ins Boot holen wollte, aber er war halt wirklich bemüht. Und da sehe ich halt zum Beispiel auch einfach mal den Vorteil, wenn jetzt wieder ein Degu kommt, dann weiß er jetzt schon, hey, ich brauche gar keine Inhalationsnarkose machen und so. Also, da kann er sich halt auch mal was abgucken. Ne? Ja, wie gesagt, ein guter Tierarzt ist sehr, 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 sehr wichtig. Macht euch da vorher, wie gesagt, immer schon drüber Gedanken. Das habe ich auch schon erwähnt. Ich will es nur, also man kann es nicht oft genug sagen. Mir begegnet es so oft, auch wenn ich nur mitlese, aber
in dieser Facebook-Gruppe kann man immer sehr viele Geschichten mitbekommen, wo es halt einfach am Tierarzt gescheitert ist, dass der halt nicht das Richtige untersucht hat oder zu wenig oder wie auch immer, ne? Und man muss auch immer gucken, Ursache und Wirkung. Wenn nicht, das ist wie bei uns Menschen, zum Beispiel Fieber. Fieber ist nie eine Ursache, das ist immer eine Wirkung, das zeigt, da ist irgendwas im Körper. Und jetzt kann man natürlich das Fieber bekämpfen ohne Ende mit Fiebersenker und hast du nicht gesehen. Aber wenn man die Ursache nicht findet, wenn halt irgendwo zum Beispiel eine Entzündung die ganze Zeit drin ist und man deswegen Fieber hat, dann kann man halt im schlimmsten Fall sogar dabei draufgehen. Deshalb ist es halt wirklich so wichtig, dass man immer die Ursache findet. Und das halt möglichst dann, wenn man halt noch was machen kann und nicht, wenn das Tier halt schon so geschwächt ist, dass man halt dann nicht mal mehr eine Narkose machen kann. Und wenn halt jemand euch sagt, hinterfrag mal, ob dein Tierarzt so gut ist, nehmt es wirklich an von jemandem, wo ihr wisst, der kennt sich aus, der hat vielleicht auch viel Erfahrung mit Tierärzten und so. Und wie gesagt, Zweitmeinung ist immer valide, ist immer vollkommen in Ordnung. Sogar ich habe nachgedacht, ob ich June und April nochmal, oder beziehungsweise June nochmal zu einem anderen Tierarzt schleppe, habe mich halt nur dagegen entschieden, weil sie ja so Atemnot hatte und die Medikation muss ja auch erstmal eine Chance haben, anzuschlagen. Hat ja dann leider bei uns nicht so geklappt. Sie ist ja vorher verstorben, aber ne. Andere Sachen, wie zum Beispiel Verletzungen, kann man übrigens ruhig auch mal bei seinem normalen Kleintierarzt behandeln lassen, insofern er da gute Erfahrungen hat und sich das auch zutraut. Jetzt muss man natürlich sagen, als Beispiel, Hornhautverletzung angucken. Wenn jemand weiß, wie ein Degu grundsätzlich gehandelt wird, ich kann diesen Rucksackgriff machen, konnten die in der einen Klinik, wo ich war, auch. Dann haben sie halt da was ins Auge gemacht. Das ist bei allen gleich, das ist bei Kaninchen, Meerschweinchen gleich. Das Gute war aber halt, die wussten, Degus zu handeln. Also das muss dann halt schon Basis sein. Das Auge untersuchen konnten sie dann ohne weiteres wissen. Das Hautgecharpse mit Narkose zum Beispiel hätten sie wiederum nicht gemacht. Ne? Also spezielle Sachen können die natürlich. Und mit gewissen Sachen zum Beispiel eine Wunde angucken. Solange sie, wie gesagt, den Degu handeln können, können die sich auch eine Wunde angucken und sagen, ist die entzündet oder nicht. Das geht bei einem Degu genauso wie beim Kaninchen oder Hund oder Katze oder so, ne? Wobei dann halt wieder die Frage ist, wie das dann mit Medikamentengabe ist, wenn man jetzt Antibiotikum bekommt, ob sie sich damit wieder auskennen, ne? Also man muss immer so ein bisschen abwägen, mit was kann ich dann vielleicht auch mal zum Tierarzt nebenan gehen und was ist dann besser, wenn ich durch die Tierklinik mache. Und man muss halt auch sagen, jeder Tierarztbesuch ist halt Stress. Also lieber einmal weniger zum Tierarzt und einfach gleich zum, der weiter weg ist, der vielleicht auch ein bisschen teurer ist, aber da spart man sich halt viel Zeit und Ärger. Ja, ich glaube, das war jetzt genug Gequatsche. Das soll es auch erstmal so gewesen sein. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte jetzt einfach nochmal in einem extra Video zusammengefasst. Und im nächsten Video geht es dann mal um Notfältchen aufnehmen, was man da vielleicht besonders beachten muss. Und genau, dann danke ich euch erstmal fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!